Aber das können wir vielleicht auch noch ein bisschen. Es ist jetzt halt kein großer Stall, ne? Das ist relativ klein. Das könnten wir vielleicht hier hinten hinstellen. Wir werden sowieso mehrere Bäume brauchen, mehrere Stallungen brauchen. Dann stellen wir das nämlich einmal hier hinten hin. Da werde ich aber die Palmen außerhalb des Geheges verfrachten. Die werden wir dann gleich abreißen. So. Weil die passen halt einfach nicht zu den Zebras. Da würde ich so in dem Stil. Würde ich dann ganz gerne auch noch einen zweiten Stall bauen. Und das hier. Hier sind sehr viele Sachen drin verbaut, die so nicht zusammenpassen. So. Das würde ich dann zum Beispiel auch eher davor packen. Und da rein noch eine weitere Schlafmöglichkeit. Das war die extra große. Dann legen wir da hinten noch die große rein. Hier noch eine große. Und da noch eine große. Und da kommt jetzt natürlich noch kurzes Gras drunter. Ansonsten steht das da so raus. Die werden wahrscheinlich sowieso wieder keinen Bock haben auf langes Gras. Unter Garantie niemals nicht. So, Gehege. Wir wollten noch gucken, dass wir weitere Futtervorrichtungen hier hinstellen. Ich würde da noch einen Futtertrog hinstellen. Und da noch einen. Wasser haben sie eigentlich ja schon genug. Wir können trotzdem hier noch einen vielleicht beistellen. Dass sie da auch direkt was vorm Stall haben. Und Spielzeug legen wir den auch so Greifbälle hier hin und so Futterfässer können wir den auch noch hier beilegen. Den verschieben wir, den legen wir dahin. Guck mal, dann haben wir schon mal das Spielzeug, haben wir schon mal die wichtigen Sachen. So, und jetzt können wir wieder weitermachen. Und da hinten, da kommt er. Gleich ist unser erstes Zebra hier. Yay! Oh, die Zebras sind so schön. Und da kommt das dritte. So, dann haben wir nämlich schon unsere kleine Truppe zusammen. Drei sollte dann ja erstmal reichen, das ist ja das Minimum, aber wir haben einen Hengst, zwei Stuten. Das heißt, können sich hier fortpflanzen. So, wie sieht's denn aus? Guck mal, das sieht gar nicht schlecht aus, das Gehege. Wir haben zu wenig kurzes Gras, aber guck mal, die wollen gar nicht so viel, die wollen gar nicht so viel langes Gras haben. Gar nicht so wenig langes Gras haben, meine ich, wie das bei anderen der Fall war. Also schon weniger, als wir hier gerade haben. Aber es ist zum ersten Mal, dass ein Tier sich auch mal über langes Gras freut. Guck mal, das reicht im Endeffekt schon. Wir machen hier mal noch ein bisschen. Guck mal, hier können wir rein theoretisch Erde drunter machen. Weil da sollte ja sowieso noch ein Unterstand hin. Guck mal, dann können wir den Rest schon so lassen. Oh, sie schwimmen. Guck mal, das passt doch alles. Dann kriegen die jetzt aber auch noch ein paar Bäumchen und Blümchen. Das soll ja auch alles hier schön aussehen. So, Biome. Brauchen wir Graslandschaft in Afrika?
So, und hier stellen wir auch so ein paar schöne Akazien rein, hätte ich gesagt. Hier Schirmakazien sind immer schön. Ich bin ein sehr, sehr großer Akazien-Fan. Die würde ich sagen, die stellen wir dann einfach eher irgendwo dahin, wo die Besucher jetzt nicht so... Wo die Sicht der Besucher dann nicht so eingeschränkt wird, hätte ich gesagt. Können wir da noch ein Bäumchen hinstellen? Und dann reicht es jetzt aber auch schon so ziemlich mit der Bepflanzung. Wir könnten hier noch Papyrus hinstellen. Oder hier Rohrschilf. Ja, der muss noch hier hin. Das ist so, das liebe ich ja. Das muss einfach für mich hier hin. Haben wir da? Stammt nicht aus demselben Ursprung wie das Tier, ja, aber das passt schon, würde ich sagen. Fühlen sich trotzdem wohl. So, na du? Wie geht's dir? Fühlst dich wohl? Ja, ist das gut hier? Ist mal schön, das sieht zwar total süß aus, wie es da liegt, aber aufstehen wäre jetzt auch mal geil. So, und ich werde auch wieder zwischendrin, wenn ihr das Geräusch hört, dann habe ich immer einen Screenshot schon mal gemacht. Ah, das heißt, ihr wisst dann immer schon mal so grob. Ah, gut, ihr wisst es sowieso, was das Thumbnail ist, weil ihr das ja schon vorher seht. Ah. Ah, die sind so süß. Oh, guck mal, das bockt. Es hat Spaß. Es hat Spaß. Es ist so wunderschön. So. Jetzt werde ich aber mal wieder auf hier mit den Fotos machen. Aber das ist ein total schönes Bild geworden. So, was haben wir denn jetzt hier? Ist eigentlich soweit alles gut. Adultpopulation. Oh nein. Unser Jungtier ist verstorben. Ach, weil hier kein Tierpfleger ist. Hey, doch, da hinten ist doch Futter. Haben wir mittlerweile hier mal irgendwie Spielzeug für die Tapire? Wo die so ein bisschen drin rumwühlen können. Irgendwas mit B heißt das doch, das Cutter. Ne, mittelamerikanischer Tapir. So, hier, da. Das blockiert hier hinten, wird's gehen. Da haben wir doch mittlerweile einiges mehr. Da kann auch eine Futtertonne hin. Und in so einem Karton spielen sie auch gerne. So, dann sollte es den Tapiren wieder total gut gehen. So, Tapir-tastisch. Die Cutter sind schon wieder alle eingefangen. Es ist doch zum Verrücktwerden. Also hier können die jetzt eigentlich wirklich nicht mehr raus. Also so weit, wenn die so weit springen. Also, nee. So, Baupläne. Wir brauchen hier natürlich noch wieder einen Gehege-Infostand.